Kleine Quizfrage zwischendurch. Was haben Dr. Oetker und die Piratenpartei gemeinsam? Einige werden es wissen. Die gleiche Datenpanne. Normalerweise werden ja bei Bewerbungen persönliche Daten vor dem Zugriff Dritter geschützt. Aber in einer E-Mail an Bewerber für Stellen der Berliner Fraktion der Piraten konnte jeder Empfänger die Mailadresse und damit wohl auch die Namen der anderen Bewerber sehen. Bei Dr. Oetker bekamen Bewerber in einer Antwort-E-Mail gleich mehr als 200 E-Mail-Adressen von den anderen Bewerbern unverschlüsselt dazu. Bielefeld ist übrigens so eine kleine Hochburg in Sachen Datenpanne. Ja, nach Dr. Oetker legte auch Arminia Bielefeld nach. In einer E-Mail an Mitglieder des Fußball-Nord-Drittligisten war ein Teil des Mailverteilers sichtbar. 1455 Adressen von A bis F sind da dummerweise nicht verschlüsselt worden. A bis F, ich heiße Liebold, hab Glück gehabt. Genauso wie der nächste Laudator, dessen Nachname mit G anfängt, aber der ist, glaube ich, auch gar nicht Mitglied bei Arminia Bielefeld. Dr. Rolf Gössner von der Internationalen Liga für Menschenrechte erhält jetzt die Laudatio in der Kategorie Politik. Herzlich willkommen, Dr. Rolf Gössner. Ja, meine Damen und Herren, jetzt geht es weniger wolkig zu, aber auch nicht heiter, fürchte ich. Zunächst mal der Big Brother Award 2012 in der Kategorie Politik geht an Bundesinnenminister Dr. Hans-Peter Friedrich, CSU. Ja, der Innenminister erhält den Preis für dreierlei. Erstens für die Einrichtung eines Cyberabwehrzentrums. Zweitens für die Einrichtung eines gemeinsamen Abwehrzentrums gegen Rechtsextremismus. Und drittens für die Entscheidung, eine gemeinsame zentrale Verbunddatei gewaltbezogener Rechtsextremismus zu errichten. Mit der geplanten Verbunddatei und den neuen Abwehrzentren werden Polizei, Geheimdienste und teilweise auch das Militär auf problematische Weise verzahnt unter Missachtung des Verfassungsgebots einer strikten Trennung dieser Sicherheitsbehörden. Was will Innenminister Friedrich mit diesen drei Projekten bezwecken und wo liegen die Probleme? Erstens. Das Nationale Cyberabwehrzentrum ist eine Kooperationseinrichtung deutscher Sicherheitsbehörden auf Bundesebene, und zwar zur Abwehr elektronischer Hackerangriffe auf kritische IT-Infrastrukturen der Bundesrepublik und ihrer Wirtschaft. Das eigentlich vernünftig klingende Ziel: Prävention, Information und Frühwarnung vor sogenannten Cyberangriffen. Das Abwehrzentrum wurde im Februar 2011 ohne Beteiligung des Bundestages gegründet und am 16. Juli 2011 von Bundesinnenminister Friedrich offiziell eröffnet. Es ist beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI, angesiedelt und hat seinen Sitz im Bonner Stadtteil Mehlem. In dieser Cyberwacht am Rhein kooperieren unter anderem das BSI, das Bundeskriminalamt, der Bundesnachrichtendienst BND, das Bundesamt für Verfassungsschutz, das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe sowie die Bundespolizei, das Zollkriminalamt und nicht zuletzt die Bundeswehr. Im Kampf gegen das Böse und Subversive müssen alle staatlichen Kräfte gebündelt werden. Das ist die gängige Begründung der Bundesregierung für solch problematische Ämterverquickung. Operative Abwehr von Cyberattacken also auf Teufel komm raus und ohne Rücksicht auf verfassungs- und datenschutzrechtliche Machtbegrenzungen. Zweitens. Das gemeinsame Abwehrzentrum gegen Rechtsextremismus ist eine Reaktion auf die bekannt gewordene Neonazi-Mordserie und auf das skandalöse Ermittlungsversagen der Sicherheitsbehörden. Dem Vorbild des gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrums zur Bekämpfung des sogenannten islamistischen Terrorismus in Berlin-Treptow
Folgend arbeiten im neuen Abwehrzentrum die Bundes- und Landeskriminalämter, die Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder, BND und Militärischer Abschirmdienst, MAD, sowie die Bundesanwaltschaft und Europol zusammen. Insgesamt 40 Behörden mit bis zu 140 Behördenvertretern, davon jeweils mindestens 50 Kräfte vom BKA und Verfassungsschutz. Das Abwehrzentrum soll die Kooperation und Koordination der Sicherheitsbehörden bei der Bekämpfung des Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus verbessern, sowie den Informationsaustausch zwischen den polizeilichen und nachrichtendienstlichen Sicherheitsstellen aus Bund und Ländern bündeln. Und die so gewonnenen und zusammengeführten Informationen sollen schnell und ausgerichtet auf die Umsetzung von operativen Maßnahmen aufbereitet werden, so das Bundesinnenministerium. Das bedeutet, dass dann auf dieser Grundlage gegen Verdächtige mit geheimdienstlichen oder polizeilich repressiven Maßnahmen vorgegangen werden kann. Ich komme zum dritten Punkt, eine gemeinsame zentrale Verbunddatei gewaltbezogener Rechtsextremismus von Polizei und Verfassungsschutz soll demnächst eingerichtet werden, und zwar parallel zu der bereits seit 2007 bestehenden gemeinsamen Antiterrorverbunddatei islamistischer Terrorismus, gegen die im Übrigen aktuell eine Verfassungsbeschwerde läuft und für die bereits 2006 die Innenministerkonferenz einen präventiv verliehenen Big Brother Award erhielt. Die neue Verbunddatei soll von allen bundesdeutschen Geheimdiensten und Polizeien des Bundes, also mit Ausnahme eines, nämlich des BND, und der Länder bestückt und genutzt werden. Bundesjustizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger hat die geplante Verbunddatei gegen den Vorwurf verteidigt, es handle sich um eine Gesinnungsdatei. Schließlich würden dort lediglich Rechtsextremisten eingetragen, die einen klaren Gewaltbezug aufweisen. In der Datei werden allerdings nicht etwa nur rechtskräftig verurteilte Gewalttäter gespeichert, sondern auch mutmaßliche Rechtsextreme, die lediglich aufgrund geheimdienstlicher Vorfeldermittlungen und Erkenntnisse als gewalttätig oder gewaltbereit eingestuft werden. Es handelt sich also im Kern um eine Präventivdatei mit Daten von Verdächtigen. Erfasst werden sollen dabei auch Kontaktpersonen, die nicht nur flüchtige Kontakte zu gewaltbereiten Neonazis halten, und insgesamt sollen etwa 10.000 Datenprofile zusammengeführt und in die Verbunddatei eingestellt werden. Nun, mit all diesen neuen Instrumenten nach alten Vorbildern erfährt die exekutive Staatsgewalt eine weitere problematische Entgrenzung. Polizeiliche und geheimdienstliche Kompetenzen werden zentralisiert und zusammengeführt. Beim Cyberabwehrzentrum kommt sogar noch die unmittelbare Kooperation von Sicherheitsbehörden und Militär hinzu und damit letzten Endes eine Vermischung der Grenzen zwischen innerer und äußerer Sicherheit. Was aber ist so problematisch an dieser verstärkten Ämterverquickung und an gemeinsamen Datenpools von Polizei und Geheimdiensten? Eine solche Zusammenführung bedeutet, trotz anderslautender Beteuerungen, trotz eingebauter Hürden, in letzter Konsequenz die Aufhebung der verfassungsgemäßen Trennung von Polizei und Geheimdiensten. Immerhin handelt es sich bei diesem Trennungsgebot um eine historisch bedeutsame Konsequenz aus den bitteren Erfahrungen mit Reichssicherheitshauptamt und Gestapo der Nazizeit, die ja bekanntlich sowohl geheimdienstlich als auch exekutiv-polizeilich, also vollziehend, tätig waren. Mit der strikten Trennung sollten ursprünglich in Westdeutschland eine unkontrollierbare und damit auch undemokratische Machtkonzentration der Sicherheitsbehörden verhindert werden, vom Ansatz her schon verhindert werden, und auch eine neue Geheimpolizei, eine politische Geheimpolizei. Mit den neuen Abwehrzentren und der Verbunddatei entsteht die Gefahr, dass Geheimdienste tendenziell zum verlängerten nachrichtendienstlichen Arm der Polizei mutieren und diese dann
zum verlängerten Exekutivarm der Geheimdienste. Nun, gerade im Fall der Neonazi-Mordserie und der offensichtlichen Nichtermittlung ihres rassistischen Hintergrunds durch die Sicherheitsbehörden kann man nach allem, was man weiß, nicht etwa von Unfähigkeit, Pannen oder Koordinationsschwierigkeiten sprechen, vielmehr, so denke ich, in hohem Maße von ideologischen Scheuklappen der Sicherheitsorgane, von Ignoranz und letzten Endes von systematischer Verharmlosung des neonazistischen Spektrums. Begünstigt im Übrigen auch durch eine jahrzehntelange einseitig ausgerichtete Politik der sogenannten inneren Sicherheit auf den sogenannten Linksextremismus und Islamismus. Es ist wirklich absurd, wie selbst dieses ideologisch bedingte Versagen der Staats- und Verfassungsschutzämter von Sicherheitspolitikern wie Innenminister Friedrich, der bislang nicht eigentlich als Hardliner aufgefallen ist, reflexartig und populistisch dazu genutzt wird, weitere sicherheitsstaatliche Nachrüstungsmaßnahmen für die Versagerbehörden durchzusetzen. Und damit auch noch ausgerechnet im Kampf gegen rechts demokratieunverträgliche Strukturen auszubauen, die aufgrund der Erfahrungen mit der Nazizeit hierzulande gerade verhindert werden sollen. Bundesinnenminister Friedrich will mit seinen negativ preiswürdigen Projekten der Bevölkerung ganz offenbar weismachen, dass die skandalöse Nichtermittlung des rassistischen Hintergrundes der Mordserie an fehlenden Befugnissen gelegen habe. Eingriffs- und Kooperationsbefugnisse, die man den Sicherheitsorganen jetzt endlich zugestehen müsse. Doch Befugnisse, Ermittlungs- und Kooperationsmöglichkeiten gab es bislang schon mehr als genug. Nach jahrelanger Aufrüstung im Zuge staatlicher Antiterrorbekämpfung und etwa im Rahmen der Verbunddatei Gewalttäter rechts, auch schon ausgezeichnet hier mit Big Brother Award, oder der sogenannten Informationsgruppe zur Beobachtung und Bekämpfung rechtsextremistischer, rechtsterroristischer, insbesondere fremdenfeindlicher Gewaltakte, kurz IGR. Ja, solche ressortübergreifenden Kooperationsprojekte, die gibt es bereits seit Beginn der 90er Jahre und wir fragen uns, was diese eigentlich die ganze Zeit mit welchen Resultaten getrieben haben. Der tödlichen Bedrohung durch Neonazis kann auch mit weiterer technischer Aufrüstung und institutioneller Verquickung kaum wirksam begegnet werden. Schon gar nicht, solange die Sicherheitsbehörden des Bundes und der Länder ihre ideologischen Scheuklappen nicht ablegen, das neonazistische Spektrum verharmlosen und den rassistischen Hintergrund von schweren Straftaten nicht zur Kenntnis nehmen. Solange der Verfassungsschutz bundesweit mit seinem dubiosen und kriminellen V-Leute-System heillos in Neonazi-Szenen verstrickt ist, sie mitfinanziert und Erkenntnisse über mögliche Verbrechen für sich behält und solange die Tatsache ignoriert wird, dass Rassismus und Fremdenfeindlichkeit weit in die Mitte der Gesellschaft reichen und eben auch weit hinein in staatliche Instanzen wie Polizei und Verfassungsschutz. Mit den gemeinsamen Abwehrzentren der Polizei, Geheimdienste und teilweise des Militärs wächst weiter zusammen, was nicht zusammengehört. Wird eine wichtige demokratische Lehre aus der deutschen Geschichte weitgehend entsorgt, werden rechtsstaatliche Begrenzungen letztlich einer grenzenlosen Prävention geopfert. Mit der Folge einer fatalen Machtkonzentration der Sicherheitsbehörden, die sich immer schwerer demokratisch kontrollieren lassen. Herzlichen Glückwunsch zu diesem wohlverdienten Big Brother Award, Herr Bundesinnenminister, und lassen Sie sich abschließend sagen. Ihre gefährliche Symbolpolitik ist keinesfalls alternativlos. Es war der norwegische Ministerpräsident Jens Stoltenberg, der in seiner bemerkenswerten Trauerrede für die 77 Todesopfer des Massakers in Oslo und Utøya 2011 die passende Antwort auf die entsetzlichen Taten des fremdenfeindlichen Mörders fand. Zitat:
Wir sind erschüttert von dem, was uns getroffen hat. Aber wir geben nie unsere Werte auf. Unsere Antwort ist mehr Demokratie, mehr Offenheit und mehr Humanität. Zitat Ende. Vielen Dank. Applaus